Wenn wir, liebe Schwestern und Brüder, den Punkt, um den es hier geht, in Augenschein nehmen, und das ist ja eine Diskussion, die losgetreten ist bis in die Gegenwart, dann tun wir uns doch sehr schwer. Natürlich wissen wir bei der keuschen Susanna, dieser Begebenheit aus dem Danielbuch, dass hier Ungerechtigkeit bekämpft wird. Aber zugleich stimmen wir gerne zu, wenn diese beiden Ältesten, die ihr Amt missbrauchen und sogar den Tod eines Unschuldigen in Kauf nehmen, letztendlich auch für ihre Lüsternheit bestraft werden. Für das sich nicht beherrschen können. Und ich glaube, wir tun uns nicht sehr schwer, dem zuzustimmen, sondern wir sagen natürlich, ja, das ist irgendwie gerecht. Ja, vielleicht könnte man ein bisschen, dass man direkt sterben muss, okay. Da sind wir ja heute tolerant. Und die gleichen, die das sagen, begrüßen dann im Evangelium das, was Jesus tut. Aber was tut Jesus? Es lohnt sich, darauf zu schauen, wie es sich immer lohnt, genau in das Evangelium zu schauen. Das löst dieses umherwandernde Kapitel, das man lange gar keinem Evangelium zuordnen konnte, bis es dann hier im Johannesevangelium im 8. Kapitel seinen Platz gefunden hat. Das löst heute geradezu Begeisterungsstürme aus. Aber man bleibt auf halbem Weg stehen in dieser Begeisterung. Ja, es stimmt. Jesus verurteilt diese Frau nicht. Aber er sagt auch, du hast deine Sünde begangen. Das ist vollkommen klar, gibt es überhaupt keine Diskussion. Weil er sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Das ist kein allgemeiner Lebensratschlag, sondern spricht in die Situation dieser Frau hinein. Wir neigen heute zu kosmetischen Wortübungen. Wir nennen die Dinge nicht mehr beim Namen. Deshalb erziehen wir ja auch niemand mehr, auch in der Kirche nicht, weder zu Zölibat noch zu Keuschheit, sondern es ist ein sozusagen eine Duldsamkeit der Lüsternheit gegenüber, die uns natürlich umgibt. Was für die Kirche, und zwar mitten aus dem Wort Jesu heraus, ein sogenanntes Alleinstellungsmerkmal sein könnte, nämlich sich bewusst diesem Trend, der uns vergiftet von Kind an auf, zumindest heutige Kinder, die groß werden, der uns überall umgibt, der auf uns einströmt und einsickert, wirklich wie ein schleichendes Gift. Dagegen zu kämpfen, ist eine große Aufgabe. Aber wie? Wir müssten die Kunst finden, es genauso zu tun, wie Jesus es tut. Mit diesem Wort, das Augustinus sagt, das ist immer eine gute Formel, wie Augustinus das auf den Punkt bringt. Es ist genau das Evangelium aufgegriffen. Die Sünde zu hassen, aber den Sünder zu lieben. Nicht die Sünde zu verklären, zu ermäßigen oder zu sagen, ach ja, das kann man heute auch anders sehen oder sie wegzuerklären. Nein, Sünde ist Sünde und bleibt Sünde. Aber damit ist noch nicht der Stab gebrochen über den, der sich hier hingegeben hat. Ich habe eine Begebenheit der Väter mitgebracht, die auch diese hohe Kunst verstanden, das nicht nur wie Augustinus im Wort auf den Punkt zu bringen, sondern uns noch einmal helfen, eine Art zu finden, wie wir dieses Evangelium leben können. Ein Bruder wurde zur Unzucht versucht. Und er stand nachts auf, ging hin zu einem Alten und sagte ihm diesen Gedanken. Und der Alte tröstete ihn und mit Nutzen ging er wieder weg in seine Zelle. Und siehe, wieder wurde ihm die Versuchung auferlegt und wieder ging er zum Alten. Und so machte er es oft. Der Alte aber betrübte ihn nicht, sondern redete zu ihm das, was von Nutzen war, und sprach zu ihm, gib nicht nach, sondern komm lieber, wenn der Dämon dich versucht, und beschäme ihn, und wenn er beschämt wird, weicht er. Denn nichts behagt dem Dämon der Unzucht weniger,
als das Offenlegen seiner Werke. Und nichts erfreut ihn mehr als das Verbergen seiner Gedanken. Auf der einen Seite, liebe Schwestern und Brüder, sind wir umgeben von dieser Schamlosigkeit. Und gerade in der Kirche gibt es über diese Schamlosigkeit ein unglaubliches Schweigekartell, bis in den Beichtstuhl hinein. Ein Eiertanz wird da aufgeführt, das ist unbeschreiblich, statt die Dinge beim Namen zu nennen. Und wir hören hier in der Weisheit der Väter, welche Früchte das hervorbringt. Schlimm. Die Verschwiegenheit, dann freut sich der Dämon. Wird er benannt? Ich könnte noch mehr solche Begebenheiten vorlegen, wo der von der Unzucht versuchte Bruder in die Gemeinde der Kirche tritt sonntags und bekennt, dass er versucht wurde. Und alle, die da sind, versprechen, für ihn zu beten. Und die Versuchung hört auf. Wir sollten darüber nachdenken und hoffentlich nicht nur nachdenken, sondern weise Schlüsse ziehen.